liebe Anne. Für Sie die Festrede, Anne Kaiser. Ja, was soll jetzt noch kommen nach dieser wunderbaren Anmoderation? Auch diese musikalische Art und Weise, so wurde ich noch nie angesagt. Ganz herzlichen Dank, lieber Oliver Schubert. Ich als Personalverantwortlicher in der LZF NRW bin traurig, weil er scheint eine neue Karriere einzuschlagen. Dem steht seit heute nichts mehr im Wege. Viel Glück, Oliver. Meine Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde, ich muss jetzt hier den seriösen Teil übernehmen. Ich versuche das mal. Dies könnte hier heute eine Festrede werden. Die Ereignisse der letzten Wochen, die sich zum Teil förmlich überschlugen, geben uns heute Anlass zur Freude und Genugtuung. Zwei wichtige Meilensteine der Antidiskriminierung und Gleichberechtigung, vor allem schwuler Männer, aber auch der gesamten LSBTIQ-Community, sind erreicht worden, wahrscheinlich in historischer Dimension. Die Rehabilitierung und Entschädigung der Opfer des Paragraphen 175 und die Ehe für alle. Die Auswirkungen dieser beiden Parlamentsbeschlüsse werden wir vielleicht erst ganz langsam zu spüren bekommen, wenn etwa nun alle Kinder mit der Erfahrung aufwachsen, dass es völlig okay ist, nicht hetero zu sein und dass Schwule und Lesben wirklich heiraten können, wie alle anderen auch. Doch diese Freude, liebe Freundinnen und Freunde, ist nicht ganz uneingeschränkt. Am 22. Juni 2017 wurde zwar nach langem Ringen und gegen erhebliche Widerstände endlich die Rehabilitierung auch der Männer beschlossen, die nicht etwa in der Nazizeit, sondern noch in der Nachkriegszeit wegen des Paragraphen 175 verurteilt wurden und inhaftiert waren. Die Entschädigungssummen sind allerdings lächerlich gering. Und noch in letzter Minute gelang es den Unionsparteien, eine Einschränkung einzubauen. Ausgenommen sind nun pauschal alle Verurteilten, deren damaliger Partner unter 16 Jahre war, entgegen der heterosexuellen Schutzaltersgrenze von 14 Jahren. Ausgerechnet in die Entschädigung für ein Unrecht, das seit jeher auch mit einer paranoid-homophoben Auffassung von Jugendschutz begründet war, wurde genau dieser Aspekt, die Andeutung des gefährlichen schwulen Kinderfickers, wieder auf infame Art und Weise eingebaut. Und die SPD spielte mit, liebe Freundinnen und Freunde. Es scheint in den Köpfen mancher immer noch nicht angekommen zu sein, dass man nicht durch Verführung schwul wird, sondern weil der liebe Gott oder die Natur oder was auch immer dafür gesorgt hat. Und das ist doch auch gut so. Ich betone es hier an dieser Stelle in aller Schärfe. Allein diese völlig indiskutable Zusammenbringung von Schwulen und Päderasten, betrieben von der CDU/CSU, geduldet vom Koalitionspartner, wird nun dazu führen, dass noch mehr Betroffene sprichwörtlich wegsterben, ohne die Umsetzung des Gesetzes erlebt zu haben, ohne rehabilitiert oder gar entschädigt zu werden. Es ist mehr als ärgerlich, dass die jetzt nicht Rehabilitierten vor das Bundesverfassungsgericht ziehen müssten, um sich ihr Recht einzuklagen. Es ist eine Zumutung für diese Männer, die schon so lange vor Scham geschwiegen haben und ein Recht auf Wiedergutmachung haben. Wir fordern die Abgeordneten des im September neu gewählten Deutschen Bundestags heute schon auf, dieser Ungerechtigkeit abzuhelfen und die völlig unbegründete Altersgrenze wieder herunterzusetzen. Zudem fordern wir den bislang fehlenden kollektiven Ausgleich für die bis heute nachwirkende massive Beeinträchtigung der Lebenschancen von Lesben und Schwulen. Trotz dieser Einschränkung, die Rehabilitierung der Verurteilten und die Entschädigung der noch Lebenden stellt tatsächlich eine historische Stunde dar. An dieser Stelle danke ich den vielen Aktivisten, die so lange dafür gekämpft haben, besonders unseren Freunden vom BIS, der Bundesinteressensvertretung Schwuler Senioren, die sich in den letzten beiden Jahren herausragend engagiert haben. Vielen lieben Dank.
kommen wir zur zweiten historischen Stunde. Das deutsche Parlament hat am vorvergangenen Freitag mit großer Mehrheit die Öffnung der Ehe für gleichgeschlechtliche Paare beschlossen. Es ist ein großer und lang ersehnter Moment gewesen, ein hochemotionaler Moment. Nur, wenn man mal genau drauf guckt, fühlt es sich nicht so richtig groß an. Fast möchte man sagen, es ist ärgerlich, was sich da abgespielt hat. Ärgerlich, dass nun sehr deutlich wird, dass auch in unserer Demokratie nicht die größte Fraktion des Deutschen Bundestags, sondern dass schon eine einzige Person ausreichte, um über Jahre eine Gleichberechtigung zu verhindern. Ärgerlich auch, weil im Vorfeld der Abstimmung von Gewissensentscheidung, von Liberalität die Rede war, als wäre die Gleichberechtigung eine politische Verhandlungsmasse und nicht eine Frage der Gerechtigkeit. Die rechtliche Gleichstellung von Menschen sollte in unserem Verfassungsstaat eine Selbstverständlichkeit sein. Wer für Juden eine Ehe zweiter Klasse fordert, ist Antisemit. Und wer die Ehe schwarzer Menschen deklassieren will, ist Rassist. Wer für Schwule und Lesben eine Ehe zweiter Klasse will, wer ihnen die Ehe gar verweigert, darf nicht milder beurteilt werden. Und wir werden da auch nicht nachgeben, liebe Freundinnen und Freunde. Und wir werden uns auch nicht der Sprache konservativer Kräfte anpassen. Denn wer sich homophob äußert, muss sich auch dem Vorwurf der Homophobie gefallen lassen. Um gleiche Rechte sollte niemand betteln müssen, sondern sie selbstbewusst fordern. Und jetzt muss sich auch niemand irgendwo dafür bedanken. Dennoch muss ich mich an dieser Stelle und möchte das auch bei all denen bedanken, die jahrzehntelang für die rechtliche Gleichstellung gekämpft und hart gearbeitet haben. Manfred Bruns wird dafür heute mit der Kompassnadel des schwulen Netzwerks ausgezeichnet. Von dieser Stelle schon mal meinen allerherzigsten Glückwunsch. Neben ihm danke ich ausdrücklich dem Kompassnadel-Preisträger des Jahres 2008, Volker Beck. Lieber Volker, lieber Volker, wenn du mal zurückblickst, früher wurde dir Handschlag verwehrt von konservativen Kräften, als du in den Deutschen Bundestag eingezogen bist. Und ich möchte dir Danke sagen, dass du das Thema der Ehe über Jahrzehnte in deine politische Arbeit hineingetragen hast, dass du die Leute traktiert und genervt hast, dass du stur im Ziel geblieben bist. Und ich finde, und ich habe sehr emotional und bewegt am Fernsehen verfolgt, die Abstimmung am Freitag war doch ein glänzender Schlusspunkt deiner Abgeordnetentätigkeit. Sie ist mit deinem Verdienst. Vielen Dank dafür, Volker Beck. Liebe Freundinnen und Freunde, dann ist jetzt ja alles gut. Es kann also geheiratet werden. Ich gratuliere allen ganz herzlich. Wir könnten uns jetzt alle auf die Schulter klopfen und ich könnte meine Rede beenden. Doch halt, haben wir wirklich alles erreicht? Das Gesetz zur Öffnung der Ehe wird unser Lebensgefühl verändern und unsere Stellung in der Gesellschaft. Das ist schon mehr, als wir vor kurzem noch erhoffen konnten. Doch haben wir die entscheidende Geste nicht von einer Regierung, sondern vom Parlament bekommen. Als vor etwa 2 Jahren der Supreme Court der USA über die Eheöffnung entschied, ließ Präsident Obama das Weiße Haus in Regenbogenfarben anstrahlen. Er sprach davon, wie sich in dieser Entscheidung das wichtigste Ideal der Verfassung verwirkliche und pries ein Land, das stolz auf seine Aktivistinnen und Aktivisten sein könne. Bei uns, liebe Freundinnen und Freunde, hörte man dazu am vorvergangenen Freitag weder von der Kanzlerin noch vom Bundestagspräsidenten, geschweige denn vom Bundespräsidenten, ein einziges positives Wort. Ich finde das skandalös. Allein das zeigt, dass wir noch vieles vor uns haben. Wir werden abwarten müssen, ob nicht noch irgendwelche Missgünstigen vor das Verfassungsgericht rennen. Jetzt schon gelingt es einigen, den Eindruck zu erwecken, dass dieses Gesetz überhaupt nicht rechtmäßig zustande gekommen ist. Gemeinsam
mit unseren politischen und gesellschaftlichen Verbündeten müssen wir darauf achten, dass die Umsetzungsbestimmungen und Gesetzesangleichungen genau so formuliert werden und in Kraft treten, dass wirklich Gleichberechtigung passiert. Und das meine ich im umfassenden Sinn, denn es betrifft nicht allein die jeweiligen Verheirateten, sondern auch deren Kinder, seien sie leiblich adoptiert oder in Pflege genommen. Hier ist noch viel an Aufklärung, Akzeptanz und Gleichstellung nachzuholen. Mit der Ehe für alle haben wir lange noch nicht alles erreicht. Bleiben wir aufmerksam, kritisch und kämpferisch. Liebe Freundinnen und Freunde, bleiben wir bei aller Kritik nach außen nicht unkritisch nach innen. Ich komme beim CSD-Empfang im Kölner Gürzenich nicht drum herum, etwas zu den Kölner Ereignissen der letzten Monate zu sagen. Der Cologne Pride ist in die Schlagzeilen geraten. Die Diskussionen darüber haben unserer Community deutlich geschadet. Ohne auf die Details hier näher einzugehen, hat diese Krise eins sehr deutlich gemacht. Für das Zusammenleben, Zusammenarbeiten und Zusammenfeiern einer Community sind verlässliche Strukturen wichtig, ja unerlässlich. Hier in Köln hat sich gezeigt, dass, als es brenzlig wurde, die Kölner Vereine und Organisationen zusammengehalten haben. Das zeigt sich eindrucksvoll in den Forderungen des Kölner Community-Bündnisses, die von vielen Gruppen und Einzelpersönlichkeiten unterzeichnet wurden. Viele Vereine haben daran mitgewirkt. Und ich finde, bei aller Kritik, die es in so einem Gefüge immer mal wieder zu äußern gilt, kann man Köln zu solch einer Community gratulieren. Auf die Kölner Strukturen können wir uns verlassen. Vielen Dank dafür. Daher gilt unserer Wertschätzung allen, die sich hier in der Stadt und überall im Land seit vielen, vielen Jahren in den Strukturen der Community engagieren. Die Entwicklungen zeigen uns aber auch, wie wichtig Nachwuchsförderung ist. Wenn wir jüngere Leute nicht ranlassen, sie nicht mitarbeiten lassen und sie nicht qualifizieren lassen, werden eines Tages Großveranstaltungen wie dieser Cologne Pride, aber auch kleine ehrenamtliche Aktionen im ganzen Land nicht mehr möglich sein. Wir müssen da mehr tun, sonst wird sich der Nachwuchs für die Community nicht engagieren. Mit den besagten Forderungen des Kölner Community-Bündnisses zeigt es sich solidarisch mit Lesben, Schwulen, Trans-, Bi- und intersexuellen Menschen weltweit und hier in der Stadt. Fordert Vielfalt in der Bildungspolitik, die Stärkung von Regenbogenfamilien, ebenso wie Jugendlichen und Älteren, Schutz vor LGBTI-geflüchtete Menschen und natürlich die Sicherung der HIV- und STI-Prävention. Die hier schriftlich formulierte Solidarität ist im Leben leider nicht selbstverständlich. Wer selbst diskriminiert wurde, ist nicht davor gefeit, andere zu diskriminieren. Allein wer in die einschlägigen Internetportale schaut, stößt nicht selten auf Vorbehalte und klare Ansagen. Alte, Dicke und Tunden könnten sich beispielsweise das Anklicken sparen. Ich sage, mehr Alte, mehr Dicke und mehr Tunden in die Öffentlichkeit. Das heißt dann aber auch kein Naserümpfen, kein Abdrängen und keine Ausgrenzung, wenn diese Menschen in unseren Kreisen auftauchen. Schwules Leben, schwule Kultur hat immer alle umfasst. Die Paare wie die Singles, die seriell monogam wie die promisken Ehemänner. Es darf nicht angehen, dass die Gesellschaft nur die Schwulen und Lesben akzeptiert, die heiraten wollen und so leben wie andere Ehepaare auch. Ich werde nicht munter zu Und ich werde immer wieder betonen, dass die Ehe für alle nicht zur bürgerlichen Norm und zur Verspießerung schwulen Lebens führen darf. Auch LSBTIQ sind nicht vor den Versuchungen der Rechtspopulisten gefeit. Nicht selten hört man auch in unserer Community unsolidarische, gar rassistische Töne, die man doch mal so sagen dürfen muss. Ihr habt es hoffentlich in der Einladungskarte zum heutigen CSD-Empfang gelesen. Die AIDS-Hilfe NRW und das Schwule Netzwerk stehen für Solidarität, Vielfalt und Demokratie. Der Respekt vor unterschiedlichen Lebenswelten, Kulturen und Geschlechtern bildet die Grundlage unserer Arbeit. Ausgrenzung, Rassismus und Rechtspopulismus widersprechen unserer Haltung. Wer diese fundamentalen Werte in Frage stellt, der gehört nicht in unsere Mitte, der kann nicht Teil unserer Community sein. Applaus
Wenn wir sagen, Refugees welcome, dann meinen wir das auch so. Geflüchtete LGBTI gehören zu uns, sie sind uns willkommen und wir hoffen, dass sie in unseren Reihen ein gutes, neues Zuhause finden. Seit Beginn der AIDS-Hilfe arbeiten wir für die Akzeptanz und gegen die Diskriminierung von Menschen mit HIV. Ja, es ist weniger geworden, aber noch immer werden Schwule mit HIV ausgegrenzt. Wir wollen in einer Community leben, in der niemand Angst vor Ausgrenzung hat und sich deswegen vielleicht auch nicht zum HIV-Test traut. Mit der PrEP etabliert sich gerade ein neues Instrument der Prävention, das unser schwules Zusammenleben verändern wird. Erstmals können Menschen mit der PrEP etwas aktiv für ihren Schutz gegen HIV ohne die Verwendung eines Kondoms tun. Wir streiten für den legalen und finanzierbaren Zugang zur PrEP in Deutschland und unterstützen die Deutsche AIDS-Hilfe in all ihren Aktionen, die verhindern, dass nach 2020 in Deutschland noch Menschen an AIDS erkranken müssen. Kein AIDS für alle heißt aber auch keine Diskriminierung für alle. Weder für die, die eine PrEP haben wollen, noch die, die weiterhin Kondome nutzen möchten, noch die, die mit einem positiven Testergebnis konfrontiert werden. Ihr und Sie sehen, liebe Freundinnen und Freunde, ihr seht, vieles ließe sich hier noch anschließen. Es bleibt noch so viel zu tun in unserer Community und in unserer Gesellschaft. Vergessen wir niemanden, der sich unzugehörig fühlt oder auf unsere Stimme angewiesen ist. Nicht die Transsexuellen, nicht die Intersexuellen, vor allem, und das muss man auf so einem CSD-Empfang ausdrücklich sagen, auch nicht die vielen Lesben, die für die gleichen Ziele kämpfen und einstehen und die immer solidarisch mit der schwulen Community waren. Ich schließe mit einem Zitat aus einem der einschlägigen Blogs im Netz, der auf die unveränderte Hetze homofeindlicher Mitmenschen mit folgendem Satz reagiert. Die Geschichte ist einen Schritt weitergegangen und Sie haben sich entschieden, diesen Schritt nicht mitzugehen. Jetzt kann ich Ihnen helfen, wenn Sie das wollen, aber ich bin nicht mehr der, der hier in Frage steht. Nie wieder, liebe Freundinnen und Freunde, unser Engagement ist ungebrochen, die politische Arbeit geht weiter. Bleiben wir aufmerksam, bleiben wir kritisch, bleiben wir kämpferisch. Happy Bright, einen schönen CSD und bleibt politischer. Dankeschön. Arne Kaiser, meine Damen und Herren, von der AIDS-Hilfe NRW. Dankeschön, Arne.